Ja, wir befinden uns da im landwirtschaftlichen Gebäude von meinem Vater. Das haben wir jetzt umgebaut für meine Betriebsstätte, wo wir Licht und alte Tour zusammen also an einem Ort sind und auch da unsere Leuchte produziert. Und mir ist es wichtig, dass wir da wirklich mit dem Naturbaustoff Holz, den ich seit Kindheit kenne, und mit dem Vater da arbeite und mit Stroh und Lehm und alles, was dazugehört, irgendwie da ein nachhaltiges Projekt realisieren können, hier, was auch Freude macht zum Lernen und da arbeiten und schöne Arbeitsplätze gibt. Das war uns da ein besonderes Anliegen. Georg hat in jungen Jahren selbst Tischlerlehre gemacht und kennt sich mit dem Werkstoff Holz ganz gut aus und weiß ganz genau, was man mit dem Holz als anstellen kann. Normalerweise gibt es nicht bei Georg. Man muss offen sein, man muss ideenreich sein und immer wieder neue Lösungen finden. Für mich ist die Fassade interessant, weil sie geschwungen ist. Sie ist einzigartig und ja, hat eigentlich ein lässiges Erscheinungsbild vom ganzen Haus.